Dies ist das erste Video einer dreiteiligen Videoreihe zum Z16 XCP Motor. In diesen drei Teilen kümmern wir uns um die Reinigung und Instandsetzung des Ansaugsystems. Bei dem Motor kommt es ab einer höheren Laufleistung zu dem Problem, dass die AGR-Kanäle zu den einzelnen Zylindern sich zusetzen oder verdrecken und gereinigt werden müssen. Zudem kann es ab einer höheren Laufleistung dazu kommen, dass sich innerhalb der Ansaugbrücke ein Blech löst und anfängt zu klappern. Da unser Astra H bereits über 170.000 Kilometer auf der Uhr hat, wird auch ihn demnächst dieses Schicksal einholen und die ersten Symptome dazu zeigt er bereits. Deswegen werden wir vorsorglich diese bekannten Schwachstellen in dieser Videoreihe behandeln, bevor die ersten Zündaussetzer eintreten. Um dies alles instand zu setzen, müssen mehrere Komponenten ausgebaut werden. Daher habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video in drei Teile aufzuteilen. Dadurch entfällt für euch die lange Suche innerhalb eines längeren Videos nach der einen Komponente, welche ihr ausbauen möchtet. Stattdessen könnt ihr einfach das entsprechende Video anklicken. Jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil der Videoreihe, mit dem Ausbau der Drosselklappe. So, im ersten Schritt trennen wir die Spannungsversorgung der Batterie. Weil wir später am Motor schrauben werden, aber auch das Steuergerät trennen werden müssen. Und vor allem haben wir hier einen nachträglich eingebauten Marderschutz. Und da wir keine geklatscht bekommen möchten, trennen wir die Batterie. Masse getrennt. Als nächstes lösen wir den Luftfilterkasten und die Verschraubungen, die Rohrverbindung zur Drosselklappe. Dazu lösen wir zum einen den Halter des Luftfilterkastens mit einem Torx 30. Als nächstes lösen wir diesen Stecker. Dazu habt ihr hier ein graues Schiebeelement. Da geht ihr mit einem kleinen Schraubenzieher rein und löst das Schiebeelement nach vorne. So ist es da draußen. Weiter raus geht er nicht. Ihr habt jetzt hier eine Nase, die hier, die drückt herunter. Mit dem Schraubenzieher. Ich drücke jetzt die Nase runter. Na, ich bin abgerutscht. Wieder abgerutscht. Schraubenzieher ist zu fein. Und draußen. Nun lösen wir an der Drosselklappe diese Schelle. So, die ist lose. Und wir können das Ganze hier herausnehmen. So, jetzt machen wir uns hier mehr Platz. Wir lösen diesen Stecker von der Drosselklappe. Danach das Steuergerät schrauben wir hier ab. Raus. Das Sicherungselement ist draußen. Jetzt können wir das hier drücken und raus schieben. Stecker ist lose. Jetzt lösen wir die beiden Stecker des Steuergeräts. Dazu drücken wir die Nase hier nach unten. Hebeln den Stecker leicht nach oben und drücken mit beiden Daumen hier an die beiden Schienen, die grauen Schienen, dagegen. Und schon kommt uns das Ganze entgegen. Und drücken, ziehen das voll durch bis hier hin. Und jetzt können wir den Stecker nach oben abziehen. So, bitte hier vorsichtig sein, die Kontakte sind sehr fein, nicht verbiegen und dass auch nichts reinfällt. Das gleiche Spiel machen wir jetzt auf der anderen Seite mit dem anderen Stecker. Jetzt, wo die Stecker beide draußen sind, lösen wir das Steuergerät. Dazu lösen wir die beiden vier Schrauben. Das sind 30er Torx-Schrauben. So, Steuergerät ist jetzt ausgebaut. Jetzt einfach nur vorsichtig rausholen. Und das war's. Jetzt lösen wir die Drosselklappe. Dazu trennen wir die beiden Anschlüsse, lösen die beiden Schellen hier. Hier hinten ist noch eine. Und dann die beiden Außentorx-Schrauben. Die sind vier Schrauben. Und bauen die Drosselklappe ab. Legt euch einen Lappen drunter, weil hier wird ein bisschen Kühlmittel jetzt austreten. Na, jetzt kommt der Schlauch.
Na komm, so ist gut. Und nach oben, dass nicht zu viel austritt. Weil wir schlecht an dieser Stelle hier kommen, hier ist wenig Platz, lösen wir jetzt die vier Schrauben. Das sind E10 Torx, Außentorx. Und da können wir die Rostklappe neigen und dann die Schläuche besser lösen. Wie wir sehen, das ist kein Rost, das ist Kupferpaste. Ich habe die Drosselklappe vor ein paar Jahren schon ausgebaut gehabt und gereinigt. Damals habe ich sie auch mit Kupferpaste beschmiert, deswegen lösen die sich so problemlos. So. Wunderbar. Jetzt kann man die Drosselklappe theoretisch schon abnehmen. Wir müssen nur auf die Schläuche achten. Wir haben den Schlauch hier gelöst. Hat eine Zeit lang gedauert, weil er war hier fest drin. Wir mussten ihn gangbar machen. Jetzt ist er gelöst. Ein bisschen Kühlwasser kommt auch hier noch raus. Also deswegen mit einem Lappen drunter arbeiten. Jetzt lösen wir diese Verbindung. Dazu nehmen wir uns einen Schraubenzieher. Gehen hier rein. Lösen, holen die Klammer nach oben, nach vorne. Hoch. So, zack. Hier auch. Okay. Halten Lappen drunter und lösen den Anschluss, indem wir ihn abziehen. Jetzt können wir die Drosselklappe einfach entnehmen und rausziehen.